begrüße euch ganz herzlich zu diesem Video, in dem wir uns die quadratische Pyramide ein bisschen genauer angucken. Es gibt Schulbücher, die machen das auch halt mit einem Rechteck als Grundfläche, aber das ist sehr ungeläufig und man kann mit der quadratischen Pyramide einfach noch ein bisschen was mehr machen und deswegen wird es jetzt in diesem Video auch beschränkt. Aber die meisten machen wirklich einfach nur das. Wir wollen uns einmal die Pyramide ganz kurz ein bisschen angucken. Wir haben halt, wie gesagt, eine quadratische Grundfläche. Das heißt, wir haben halt A, 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 A als Seitenlängen für die Grundfläche. Wir haben halt hier in der Mitte haben wir die Höhe. Und dann haben wir hier noch so ein Dreieck, was wir uns hier vorstellen können. Genau dasselbe, was halt auch hier ist. Und das hat halt auch eine Höhe. Und die nennen wir H mit Index A oder einfach HA, weil die sich halt auf diese Seitenlänge bezieht. Indizes werden halt mit der Zeit einfach auch immer geläufiger, also so eine Schreibweise. Das bedeutet einfach nichts anderes, dass das halt auch eine Höhe ist, aber wir haben halt zweimal hier eine Höhe. Wir müssen irgendwie zwischen denen unterscheiden können, dass, halt genau weiß, dass man halt genau weiß, welche verwendet werden muss. Also, wir haben halt die quadratische Grundfläche. Wir haben vier gleich große, gleichschenklige Dreiecke. Das wird auch nochmal kurz wichtig. Also wir haben das halt hier, wir haben das hier vorne, dies, was uns so anguckt. Hier an der Seite haben wir das und noch das auf der Rückseite. Und die sind alle gleich groß. Und was später für Sachaufgaben ein bisschen wichtig wird, in so einer Pyramide haben wir viele rechtwinklige Dreiecke, die wir uns vorstellen können. Wir können zum Beispiel halt uns ein rechtwinkliges Dreieck hier vorstellen, was die Höhe als Länge hat, dann die Hälfte der Diagonale und dann halt die Seitenkante S. Und dann hätten wir hier halt hier einen rechten Winkel. Also müssen uns das jetzt halt, also klar, offensichtlich ist der Winkel größer, wenn ich das so zeichne, aber das steht ja eigentlich, das ist ja alles durch die dreidimensionale Ansicht halt ein bisschen verrückt, aber das ist halt auf jeden Fall ein rechter Winkel. Weil das steht ja gerade einfach auf dem Boden. Das muss ein rechter Winkel sein. Okay, sowas wird für Sachaufgaben halt einfach später wichtig, weil wenn du die Seitenkante und die Höhe gegeben hast, dann kannst du zum Beispiel die Hälfte der Diagonale ausrechnen, dann kannst du die ganze Diagonale ausrechnen und dann kannst du halt auch bestimmen, wie groß die Grundfläche ist. Aber das wird später erst wichtig. Zu den eigentlichen Formeln, die wir brauchen, für das Volumen, die Mantelfläche und die Oberfläche, habe ich hier angeschrieben, das Volumen ist genauso wie beim Kegel, ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Das heißt, es kommt halt auch wirklich nicht darauf an, halt wie so eine Figur aussieht. Wenn wir das halt haben, dass die halt gerade nach oben geht, so wie bei dem Kegel, die haben exakt dieselbe Formel halt für die Berechnung des Volumens. Kommt nur darauf an, wie groß die Grundfläche ist. In diesem Fall bei der Pyramide berechnen wir die Grundfläche halt mit a Quadrat, weil wir eine quadratische Grundfläche haben. Die Mantelfläche ist genau das halt, was die Pyramide halt wieder so umgibt, alles was wir anfassen können, außer die Grundfläche. Das heißt, wir müssen halt viermal den Flächeninhalt von so einem gleichschenkligen Dreieck berechnen und das sieht man hier drin. Wir haben viermal und dieser Part hier ist halt genau die Formel für ein gleichschenkliges Dreieck. Wir nehmen die Höhe mal a und teilen durch 2. Und das Ganze müssen wir viermal machen, weil wir vier von diesen Flächen haben. Und wenn wir das dann wegkürzen, 4 und 2, dann fällt die 2 komplett weg. Hier bleibt noch eine 2 stehen und dann kommen wir zu dieser Formel 2 mal ha mal a. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass dieses HA nochmal wichtig wird. Genau. Dann kommen wir zur Oberfläche. Und die Oberfläche ist halt einfach die Grundfläche plus die Mantelfläche. Grundfläche haben wir ganz leicht gesagt, das ist einfach A Quadrat in diesem Fall. Mantelfläche haben wir hier auch uns halt aufgeschrieben. Und müssen wir einfach auch dann hier halt zuaddieren. Und wenn wir diese beiden Sachen halt haben, dann ist es ganz leicht, die Oberfläche halt auszurechnen. Das war's von meiner Stelle. Und von meiner Seite an dieser Stelle natürlich. ich hoffe, euch ist das klar geworden, was wir halt in der Pyramide
für Vorlieben haben und wie diese Formeln zustande kommen. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben.